Schön, dass Sie wieder da sind, ein bisschen gestärkt, so schnell das geht in ungefähr 20 Minuten. Wir haben ja den ersten Teil begonnen mit ganz vielfältigen Perspektiven und das versuchen wir jetzt hier auf dem Panel auch fortzusetzen, schauen in einer gut gemischten Runde auf die Herausforderung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Wir wollen ein bisschen näher gucken auf das, was da so auf uns zukommt, was Herr Wiss ja vorhin auch eindrücklich schon gesagt hat, dass das durchaus auch was ist, was Sorge macht und vielleicht immer mehr Sorge. Und darüber sprechen wir jetzt mit BVL-Präsident Friedel Kramer, EFSA-Chef Bernhard Uhl, die haben Sie beide schon aufs Wunderbarste kennengelernt, und mit Renate Künast und Hermann Färber, beide im Deutschen Bundestag. Ja, Renate Künast kennen Sie alle. Frau Künast, ich könnte es mir jetzt wahnsinnig leicht mal sagen, Sie wurden hier schon so oft erwähnt und gelobt und fertig. Ja, also wenn wir Zeit hätten, könnten Sie alles wiederholen. Ich könnte alles wiederholen. Ich hatte mir so schön überlegt, aber das haben Sie gestern Abend schon gehört, da sahen wir uns ja auch, dass Sie als Ministerin schon so vielfältige ökologische Fußabdrücke im besten Sinne hinterlassen haben. Aber das BVL ist ja durchaus einer dieser Fußabdrücke, wo Sie jetzt quasi drin sind. Und ich möchte vielleicht noch erwähnen, weil das für unser Panel gleich inhaltlich interessant sein könnte, dass Sie, die ja schon 2001 Agrarwende geprägt haben, dass Sie das immer denken mit Ernährungswende. Und ich glaube, auf diesen Zusammenhang werden wir dann hier auch gleich sehr zu sprechen können, zu kommen. Frau Künast, Sie sitzen neben einem Herrn, der Ihnen sehr vertraut ist, weil Sie, lieber Herr Färber, Hermann Färber und Frau Künast, sich ganz oft in einem Ausschuss sehen im Bundestag. Und Herr Färber ist Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft. Und insofern sind Sie gut bekannt miteinander, glaube ich, auch fachlich. Und Hermann Färber ist Göppinger Abgeordneter, Direktmandat, das ist immer eine große Leistung, finde ich. Und er ist Landwirt und Landmaschinenmechaniker und hat einen Hof, den er bald in die Hände seiner Söhne übergeben wird und es aber doch genießt in der parlamentsfreien Zeit, in der Sitzungswoche, oder überhaupt, wenn Sie Urlaub haben, von morgens bis abends auf dem Feld zu stehen. Und das ist Urlaub, haben Sie mir erzählt. Schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Kramer, Herr Uhl, brauche ich nicht mehr vorstellen. Ich möchte noch erwähnen, weil das all das Gute, was wir schon über Herrn Kramer gehört haben, vielleicht noch um einen wichtigen Akzent befördert, dass Herr Kramer ausgebildeter Winzer ist und dass er insofern auch mit den Tücken des Lebensmittelrechts total bekannt ist. Und vielleicht wird uns das ja hier auch noch helfen bei diesem Panel. So, liebe Frau Künast, wir hatten eingangs von Herrn Kramer so ein bisschen gehört von den Anfängen des BVL. Da waren Sie nicht hier und haben die Haushaltsdebatte verfolgt, aber Sie sind ja nun wirklich Zeitzeugin. Sie sind die Gründungsministerin und das BVL geht auf Ihre Initiative zurück. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie auch uns kurz noch mal aus Ihrer Perspektive erzählen, was Ihnen da so einfällt, wenn Sie sich 20 Jahre zurückbeamen. Ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung und überhaupt. Und erstmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Kramer und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 20. Schönes Alter. Kann man sich dann auch überlegen, wo denn die Reise im Leben hingehen soll. Das ist vielleicht nachher unsere Debatte auch, ja. Ich will gerne mal ein paar Worte erzählen, wie es damals dazu gekommen ist. Wie Sie erinnern sich vielleicht daran, ich wurde 2001, auch für mich selber relativ überraschend, Ministerin für damals dann Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Schon diese Titeländerung und Verbraucherschutz vorne war ja eine Ansage. Ja. Warum? Weil wir im November vorher den ersten positiv getesteten BSE-Fall hatten. Das kam irgendwie, glaube ich, wie ein Wolkenbruch vom Himmel. Und viele haben sich gefragt, wieso konnte man nach all den Ereignissen in Großbritannien und so weiter eigentlich so überrascht und so evident, also ganz offensichtlich unvorbereitet sein. Und jetzt will ich, um das mal bildhaft zu machen, als ich Ministerin wurde, wir haben als erstes ein paar Verordnungen erlassen gleich. Also ich kriegte gleich ein extra Gesetz- und Verordnungsblatt, wo nur eine Verordnung von mir drin war. Muss man auch erstmal schaffen. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Donnerschlag, alles gemacht für nächsten Morgen gleich. Es ging um die BSE-Tests und so. Der Ärger fing auch gleich an. Warum nehmen Sie eine andere Monatszahl als andere Länder? Und ich habe gesagt, na, Vorsorge machen wir mal. Können wir ja wieder ändern irgendwann.
aber alles auf Basis Beratung Löffler-Institut. Ja. Und nachdem wir ein paar Sachen gemacht hatten und diese grüne Woche lebend überstanden hatten, haben wir zwischendurch auch und währenddessen uns überlegt, wie kriegen wir jetzt eine Systematik in die Geschichte rein? Ich muss Ihnen dazu sagen, dass Herr Sonnleitner, damals Präsident vom Bauernverband, mich immer aufforderte, öffentlich Rindfleisch zu essen. Und ich sagte zu ihm, Herr Sonnleitner, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich esse jetzt öffentlich Rindfleisch, Klammer auf, ich wollte gar nicht, weil ich fühlte mich unter Druck gesetzt, Klammer zu. Und einen Tag danach haben wir 5 positive BSE-Fälle. Das ändert nichts am Markt, sondern macht meine Glaubwürdigkeit auch kaputt. Ja, wir ändern jetzt mal was und später essen wir Rindfleisch, so, wenn wir das haben. Und jetzt haben wir uns gefragt, wie machen wir das? Und ich sage Ihnen ehrlich, kann ich Ihnen bildhaft darstellen. Wir fanden raus, dass, wenn auch auf freiwilliger Basis, aber eines seit fast 10 Jahren besten Systeme hatte die Schweiz. Die haben kooperiert mit den verschiedenen Räten, Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gesundheit und ich glaube 3, 4 waren es. Sie hatten diesen, hieß er Professor Aguzzi, glaube ich, oder so heißt er, in Zürich, der auch einer der führenden BSE-Forscher war. Und dann kam einer auf die Idee, wir könnten uns doch einfach mal in die Schweiz bewegen. Mit einem Team fahren wir dahin und diskutieren das mal 2 Tage mit denen durch, weil die wissen alles, die haben und so weiter. Weil wir wollten sowas, aber wir hatten auch so ein Gefühl, wenn wir das hier machen, dann haben wir 3 Demos vor der Tür und ach, keine Ahnung, so. Es ging so. Wir machten das aus, sagten, okay, Staatssekretär muss anrufen. Staatssekretär ruft da an, kommt eine halbe Stunde später wieder und sagte, ich hatte eine Begegnung der dritten Art. Warum? Er hat, ich weiß nicht mehr, welches Ressort er angerufen hat, gesagt, guten Tag, ja. Und Alexander Müller, Staatssekretär Deutschland und so weiter. Und die Ministerin hat da so eine Idee. Ja, wir haben gehört, neue Ministerin, Donnerschlag. Und wir würden gerne uns mit ihm beraten, ob wir mal 2 Tage kommen könnten und dies und jenes. Daraufhin haben die anderen lange gestockt und irgendwann gesagt, können wir mal ihre Telefonnummer haben, und legte daraufhin auf. Wir waren der festen Überzeugung, hat er nachher auch gesagt, auf der anderen Seite, dass er gesagt hat, das ist jetzt sowas wie mit versteckter Kamera, denn morgen früh bin ich im Radio, ja, schweizweit. Er hat natürlich erst alle Nummern gecheckt, funktionierte dann aber, und dann sind wir noch im Februar oder so in die Schweiz gefahren, 2 Tage, und haben das ganze Ding einmal systematisch durchgemacht, mit allen Facetten, die es hatte, und sind quasi mit einer Art, ja, mit einer Struktur wiedergekommen, mit einer Struktur und vielen Unterpunkten, was man da machen müsste. Und wir waren ja Leitungsbereich, Ministerium, Friedrich-Löffler-Institut, also wir waren schon ein größeres Team da unterwegs, und wir kamen wieder und haben gesagt, jetzt haben wir eine gute Vorstellung davon, die wir auch mit allen anderen beraten werden, wie wir das systematisch angehen. Ich habe damals auch gesagt, wir haben die Kuh umzingelt, gedanklich. Ja? Und jetzt machen wir alle möglichen Aktivitäten, und eine dieser Aktivitäten hieß, wir müssen die Risikobewertung und das Management voneinander trennen. Das war quasi, also eigentlich ist es gedanklich in Bern geboren. Das dauerte dann natürlich eine ganze Zeit, bis wir zu dem Punkt kamen, das dann auch, ne, Gestalt annehmen zu lassen. Deshalb 2002 und nicht 2001 und die ganzen Personalfragen dazu. Und ich glaube, das war ja eigentlich eine der besten Entscheidungen, weil wir, ich sag mal, vom System her, du musstest eine Kontrolle einbauen, du musstest Rückverfolgbarkeit drin haben, man musste an der Stelle auch das Recht zu wissen der Kunden sozusagen berücksichtigen, und das war ja auch das Ergebnis, und ich glaube, das ist jetzt State of the Art für viele Bereiche im Lebensmittel- und Sicherheitsbereich, dass man die Risikobewertung und das Management voneinander trennt. Und ich glaube, dass das eine der besten, zu den wenigen besten, allerbesten Entscheidungen gehört, damit eine Interessenkollision rauszunehmen und damit eine ganze Menge an Arbeit durch das Bundesamt ermöglicht zu haben. Und vielleicht können wir dann diskutieren, was sozusagen für die nächste Zeit noch anstehen würde. Ja, was kongenial ist, Frau Künast, Sie waren ja nicht zugegen, als wir schon manches gehört haben. Und von Herrn Wies aus Bern vom BLV haben wir gehört, ich hatte das vorhin verwechselt, haben wir gehört, dass Abschreiben total wichtig ist und erlaubt ist als Erwachsene. Und jetzt erzählen Sie genau das, da ist quasi ein Primus, Sie gehen hin und sagen, zeig mal, wie du das machst. Und jetzt andererseits sind Sie auch, oder ist diese Behörde, Vorbild für andere Nachahmer. Schön, also das ergänzt sich, finde ich, sehr schön. Abschreiben, ich würde zu dem Abschreiben was hinzufügen. Ich glaube, dass wir ganz oft an solchen Sachen, also in digitalen Zeiten ist es noch schlimmer, alle hyperventilieren, und es kommen die ersten
populistischen Sprüche raus, die aber nichts ändern. Wir müssen, und da hauen wir auf den Tisch. Ich finde, man muss erstens abschreiben können und gucken, wo identifizieren, wo sind Leute, die das schon gemacht haben. Und ich sage manchmal auch schnorren. Man muss einfach das Wissen und die Erfahrung der anderen schnorren. Das ist erlaubt. Ja? Ist auch anders als abschreiben in der Schule. Und der zweite Punkt für mich ist bei all den Dingen immer wichtig, rauszugehen aus so einer emotionalen Vorprüfung und Populismus, reinzugehen in, wie schaffe ich Strukturen. Weil es nämlich nicht so ist, dass eine Ministerin oder ein Staatssekretär oder ein Amtsleiter einmal reagiert, sondern die Struktur muss so sein, dass sie Neues identifiziert, dass sie Fehler gemeldet kriegen. Es gibt genug Beispiele, Berlin hat gerade den RBB, aber es gab auch Dieselgate, ja, wo die Fehlerkultur im Unternehmen nicht da war. Ja. Der Chef fand sich toll, der Rest hat den Mund gehalten. Und genau das müssen wir machen. Wir müssen Strukturen schaffen, also durch die zwei Behörden, aber auch innerhalb der Behörden. Das würde, ja, also sozusagen immer zu gucken, wie kann man es noch besser machen, wie kann man auch Kooperation verschiedener Ressorts machen. Nur dann wird was draus. Und insofern haben wir sozusagen nicht nur profitiert von dem Wissen der Schweiz materiell, ja, sondern eben auch von dieser wunderbaren Zusammenarbeit verschiedener Ressorts. Okay, ich bin gespannt. Gleich, Sie sagten ja auch Verbesserung womöglich. Wir schauen gleich mit Ihnen draus, aus Ihrer Perspektive, Herr Ferber. Aber ich möchte noch mal kurz zu Herrn Kramer, der ja jetzt das leitet, was Frau Künast da initiiert hat. Das ist interessant für Sie zu hören wahrscheinlich. Ja, vielen Dank, Frau Samrotzki, dass Sie mir noch kurz das Wort geben. Mir ist ein besonderes Anliegen, Frau Künast, Sie auch noch mal hier zu begrüßen, nachdem ich das zu Beginn der Veranstaltung ja nicht tun konnte. Und ich glaube, es ist sehr schön, dass Sie es einrichten konnten und wir sind sehr dankbar. Sie haben ja gerade gezeigt, dass dieser Blick der Beweggründe dahinter, nicht was haben wir jetzt die nächsten 20 Jahre gemacht, sondern warum ist es gekommen, wie es gekommen ist. Und ganz offensichtlich ja auch so ein bisschen Versuch und Irrtum eine Rolle spielte. Das finde ich sehr beeindruckend. Das macht es auch in der Nachschau nochmal sympathisch. Die Dramatik war für Sie natürlich eine ganz andere. Sie haben das nicht gemacht, weil Sie sagen, testen wir mal, sondern Sie hatten natürlich einen ungeheuren Druck. Aber der Rheinländer sagt, es hätte noch immer gut gegangen und beim BVL ist es sehr gut gegangen. Vielen Dank. Okay, danke schön, Herr Kramer. Herr Ferber, jetzt bin ich gespannt auf Ihre Perspektive. Das BVL gehört ja zum Geschäftsbereich des BMEL und das war 16 Jahre lang in der Hand der Union. Und insofern, und nicht nur deshalb, aber wird es auch bei Ihnen eine sehr interessante Draufsicht geben auf diese Einrichtung. Erzählen Sie uns von Ihrem Blick. Ja, herzlichen Dank, Frau Samprotzki. Herzlichen Glückwunsch an das BVL, an Sie, Herr Kramer, an alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 20 Jahre BVL heißt auch aus unserer Sicht 20 Jahre Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf höchstem Niveau in Deutschland. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, von Futtermitteln und Lebensmitteln, von Tierarzneimitteln ist ihre zentrale Aufgabe. Aber nicht nur die Zulassung als solche, sondern auch die Koordination der ganzen Maßnahmen, die zur Zulassung führen. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Und auch die Kommunikation von Risiken, und zwar bevor die Risiken zu Krisen führen. Und ich glaube, den Erfolg haben wir die letzten 20 Jahre hier in Deutschland auch sehr stark gespürt, nämlich indem die Krisen sehr, sehr stark zurückgegangen sind, indem wir hier wirklich sagen können, wir haben eine hohe Lebensmittelsicherheit. Was sind denn die Ursachen für solche Krisen? Das können natürlich Naturereignisse sein, die man vorher auch nicht abschätzen kann. Das können Unfälle sein. Wir haben schon gehört, die damalige BSE-Krise hat zur Gründung des BVL geführt. Das kann aus Betrugsgründen heraus Krisen geben. Und ein Thema, das uns auch ganz arg wichtig ist, das in der Vergangenheit vielleicht nicht die große Rolle gespielt hat, aber jetzt sehr stark auch mit der Pandemie, mit den Restriktionen zu tun hat, das ist der Onlinehandel. Onlinehandel an Lebensmitteln, aber auch an Nahrungsergänzungsmitteln. Und da haben wir eben die Situation, dass das sehr wenig geregelt ist. Es ist keine Zulassungspflicht.
Es gibt nur eine Anmeldepflicht praktisch, die müssen gemeldet werden. Die Wirkstoffe haben zwar eine Zulassung, aber sie sind nicht auf Sicherheit oder auf Wirksamkeit hin überprüft. Es ist nicht zugelassen, die Mindest- oder die Höchstmengen. Die Hersteller versprechen Schönheit, Gesundheit, Unsterblichkeit und erreichen da immer einen größeren Kundenkreis, der ihnen das abkauft. Und ich glaube, wenn man Lebensmittel einfach sicher haben will, dann können wir diesen Bereich auf gar keinen Fall aussparen. Dann müssen wir Lösungen finden, wie wir diesen Online-Handel auch besser absichern können, wie wir die Verbraucher schützen vor Produkten, die zwar dem Hersteller oder dem Vertreiber nutzen, dem Verbraucher aber entweder nicht nutzen oder im schlimmsten Fall sogar noch Schaden zufügen. Das dazu Personal notwendig ist, das diese Kontrollen machen kann. Ich habe ein paar Zahlen im Kopf, das war ja schon 2017, war das ja schon beim BVL, hat man da schon gemerkt, da ist was im Kommen, da tut sich ein Bereich auf, den man noch nicht so ganz unter Kontrolle hat. Und ich glaube, in 25 europäischen Staaten wurden dann über 1000 Online-Seiten da mal geprüft und über 700 Produkte gefunden, die eigentlich niemals hätten in den Handel gelangen dürfen. Und daraufhin hat auch das BVL hier in Deutschland den Weg eingeschlagen, hat im Internet kontrolliert, hat da auch sehr viel die Suche nach schwarzen Schafen aufgenommen und für diese Suche, dass man das auch wirksam, dass man das auch erfolgreich dann weiterführen kann, ist nicht nur Geld notwendig, das vom Bundestag, vom Haushaltsgeber dann bereitgestellt werden muss, sondern dazu braucht man auch qualifiziertes Personal, das dann auch in der Lage ist, diese Aufgaben zu bewältigen. Aber ich möchte an der Stelle einfach, kommen und auf die Themen auch noch in der Diskussion zurück. Ich möchte mich einfach noch mal ganz, ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im BVL bedanken. Bei Ihnen, Herr Kramer, möchte ich mich auch besonders bedanken und nicht zuletzt auch deshalb, weil Herr Kramer eigentlich jetzt keiner ist, der sich hinter dem Schreibtisch versteckt oder der sich auf Diskussionsrunden beschränkt, sondern er ist einer, der auch rausgeht in die Praxis. Denn das ist mir als Praktiker halt auch ganz arg wichtig, dass das, was in Politik, was in Verwaltung, was in Regierung beschlossen wird, dass das in der Praxis auch umgesetzt werden kann. Sonst hat der beste Beschluss keinen Wert. Wenn die Leute sagen, das kann ich nicht umsetzen, muss ich halt aufhören. Das will ja keiner. Und deshalb ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Kramer, dass Sie sich die Mühe machen und oftmals weite Wege auf sich nehmen, um das auch in der Praxis vor Ort anzuschauen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Färber. Ich übe mich jetzt in Agilität. Ich wollte eigentlich grundsätzlich anfangen, dieses Dreieck Mittelsicherung, Nachhaltigkeit, Ernährungssicherung, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit. Aber jetzt haben Sie uns gedanklich schon so sehr in den Onlinehandel gebeamt, dass ich glaube, es ist ganz klug, wenn wir da mal eben zusammen drauf gucken, dann machen wir da einen Haken dran und dann gehen wir ans große Ganze. Dann müssen wir nicht so viel im Kopf hin und her manövrieren. Sie haben dargelegt, das wird immer wichtiger, das Schindluder, das da oft betrieben wird mit falschen Versprechungen und so weiter. Herr Kramer, da müssen Sie natürlich in Ihrem Amt auch mögliche Risiken im Blick haben. Macht Ihnen da besonders Sorge? Also zunächst mal freue ich mich sehr, dass, glaube ich, allgemein anerkannt wird, wie notwendig dieser Vermarktungsweg ist und Lebensmittel müssen genau den gleichen Anforderungen entsprechen, ob sie über das Internet gehandelt werden oder ob sie im stationären Handel vertrieben werden. Und ich darf Herrn Uhrl jetzt einfach mal zitieren, ich habe es gerade eben auch getan, nur sichere Lebensmittel sind Lebensmittel. Und das zu gewährleisten, muss auch in der Internetvermarktung gewährleistet sein. Wir haben festgestellt, oder das ist ja auch evident, weil es andere Lebensbereiche genauso trifft, dass mit dem Handel über dieses Medium Grenzen gar keine Rolle mehr spielen. Und zwar nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern Anbieter, wenn sie auf den großen Plattformen, Handelsplattformen Produkte suchen,
und schauen dann genau hin, dann sind ja mittlerweile erfreulicherweise oft mal im Impressum angegeben, wo hat denn das Unternehmen den Sitz. Da ist es ein deutsch klingender, in Italien ein italienisch klingender Name, aber die Adresse, die sich verbirgt, ist irgendwo in China oder in Indien oder sonst wo. Und das genau ist eine der großen Herausforderungen. Und dieser können wir nur begegnen und tatsächlich auch den Lebensmittelhandel, die Lebensmittel sicher gestalten, die aus diesen Ländern kommen, wenn wir auch die Anbieter, die gesamte Anbieterkette, die Plattformen, die Lieferanten, die Zahlungsdienstleister stärker in die Pflicht nehmen, als das bisher der Fall ist. Die sind momentan nicht auskunftspflichtig und informations- und zusammenarbeitspflichtig den Lebensmittelüberwachungsbehörden gegenüber und so auch uns nicht. Wir sind momentan in der ganz großen Gefahr, dass eine Chance, den Digital Service Act zu reformieren, vertan wird, indem das liegt im Trilog auf europäischer Ebene, oder ist jetzt sogar schon durch, und wir haben, soweit wir es verfolgen konnten, wir sind ja nicht Verhandelnde, wurde das dort nicht verankert. Und wir müssen jetzt natürlich sehen, gemeinsam mit den Ländern, gemeinsam mit der Politik in Deutschland, wie wir zumindest für den kleinen Ausschnitt, den wir abdecken können, wie wir hier zumindest versuchen können, ansatzweise das zu kompensieren. Also das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen, wie man diesen Handel besser in den Griff bekommt. Und im Übrigen, Herr Faber, um das nur auch jetzt hier nicht falsch darzustellen, natürlich ist es mir ein Anliegen, in die Praxis zu gehen, aber es ist auch ein Vergnügen. Ich bin, Frau Samrotzki hat es ja gesagt, als Winzer natürlich auch immer sehr daran interessiert. Und für mich ist das auch persönlich immer eine schöne Sache, mit den Menschen, die tatsächlich vor Ort mit den Produkten zu tun haben, möglichst im Gespräch zu sein. Danke. Okay, vielen Dank. Herr Uhl, die Herausforderung ist ja, wenn wir über Onlinehandel sprechen, das entwickelt sich so irre schnell und schneller als ein Kontrollmechanismus hinterher kann. Man wird es vermutlich nie schaffen, vor die Welle zu kommen. Aber wie agiert man dann in so einer Situation? Wie kann man vorsorgen in einer Situation, wo man immer der Entwicklung hinterherläuft? Ja, ich möchte da anschließen an dem, was Frau Künast gesagt hat, nämlich, dass sie gesagt hat, wie wichtig es war, im Jahr 2001 über Strukturen nachzudenken und dann strukturell Entscheidungen zu treffen und nicht nur populistisch irgendetwas zu sagen. Und ich finde das sehr wichtig, dass diese Trennung Risikobewertung, Risikomanagement gemacht wurde. Organisationen sind gewachsen, BVL, BFR, EFSA. Aber in die Zukunft blickend denke ich, wir haben in diesen Organisationen Strukturen gebaut, Prozesse, Qualitätsmanagement, Hierarchien, Organigramme, die uns aber langsam machen und zu langsam machen aus meiner Sicht, um für diese Komplexität und Geschwindigkeit der Zukunft gerüstet zu sein. Ich sehe das als die größte Management-Herausforderung. Ich nenne das flüssige Intelligenz in einer Organisation. Wie können wir unsere Organisationen so flüssig halten, dass sie die Komplexität der Außenwelt absorbieren und verdauen können? Und da hilft aus meiner Sicht, helfen nur zwei Dinge. Kultur, Unternehmenskultur. Man sagt ja, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Ich finde das einen sehr klugen Spruch. Man kann die beste Strategie haben, aber wenn die Kultur nicht passt... Wie viel S hat das? Ist? Zwei. Ah ja. Essen. Okay. Culture eats strategy for breakfast. Das ist das eine, die Kultur. Und das andere ist, nachdem diese Komplexität so groß ist, kann keine Organisation alleine sie bewältigen. Auch nicht eine große mit 850 Mitarbeitern. Auch nicht EFSA. Wir können die Komplexität der Zukunft nur gemeinsam bewältigen. Und da komme ich auch auf, und der Onlinehandel ist nur ein Beispiel dafür, aber die kombinierte Exposition zu chemischen Cocktails oder endokrine Disruptoren oder sind andere Beispiele, wo wir in der Zukunft andere Formen der Zusammenarbeit brauchen, um die Komplexität zu bewältigen. Und ich habe das Gefühl, das ist noch nicht überall angekommen, weil wir stolz sind, dass wir eine Organisation haben und wir haben das alles aufgebaut und es ist alles gut. Aber nicht gut genug. Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung, dass wir hier umschalten müssen und sagen, wir wollen diese Kultur der Agilität, der Variabilität. Das ist natürlich im Management einer öffentlichen Verwaltungseinrichtung nicht einfach, weil da gibt es den Herrn Präsidenten und die Frau Vizepräsidentin. Ich sage das halt jetzt mal so, nicht? Ist ja bei EFSA auch nicht anders. Gibt es den Executive Director, der ist ganz wichtig und dann ist alles hierarchisch. Hilft uns nicht.
Also ich denke, diese Variabilität, diese flüssige Intelligenz mit der Kooperation, Partnerschaft, wird auch, wir werden nicht voraus sein dem Internethandel-Problem, aber wir werden sozusagen auf der Ferse sein und auch neue Technologien nutzen, wie Blockchain-Technologien und andere, um es zumindest zu bewältigen. Okay, Frau Künast hat ganz, ja total, danke. Frau Künast, ich glaube für Sie auch, Sie nickten und schrieben mit, was treibt Sie jetzt gerade? Ich bin immer viel Schreiberin und mache mir Sternchen irgendwo hin für meine eigenen neuen Arbeitsaufträge. Aber ich glaube, dass das jetzt eine gute und sehr wichtige Erweiterung des Themenblocks war. Wir müssen uns und sollten uns ja unterhalten nach 20 Jahren. Wie gesagt, tolles Alter, um sich zu überlegen, wie ist die Situation jetzt. Ich würde immer unterstützen, dass wir uns mit dem Digitalen beschäftigen müssen. Um diesen Bereich mal zu nennen, wir müssen uns mit dem Thema Lebensmittelwarnung beschäftigen. Das gilt sowohl für das analoge als auch das digitale Leben. Und natürlich im Digitalen kommt zum Beispiel Sicherheit oder also Sicherheit von der Hygiene her und so weiter, Lebensmittelsicherheit, aber auch die Betrugsfrage dazu. Ja? Ich behaupte, ich habe kaltgepresstes Olivenöl und es kommt gepanschtes Etwas oder so. Das ist dann nochmal spezifisch, wie kriegen wir eine Struktur hin, die für diesen digitalen Handel passt. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns nochmal sehr genau überlegen müssen, also wir haben so Rapid Alert Systems, aber wir müssen uns überlegen, reicht das heute noch? Wir müssen schneller werden. In Deutschland ist es auch immer das Thema Föderalismus. Da haben wir dann nicht nur Bundesländer, sondern Regierungsbezirke und bei manchen von diesen Skandalen haben wir in der letzten Zeit gemerkt, dass, ich nenne jetzt bewusst keinen, habe aber welche geistig vor Auge, Ihnen allen fallen auch welche ein, wenn dann bei Fleischbetrieben in der Region die Kontrolle mehr verpartnert und verwandt und verschwägert war im gedanklichen Sinne und nicht mal das Ministerium dazu Infos kriegt, dann sehen wir auch, dass das einen Fehler hat. Also wir müssen uns in diesen ganzen Bereichen neue Strukturen und Veränderungen überlegen, wie kriegen wir es schneller, was ist auch digital das neueste System, um sich auszutauschen, vielleicht brauchen auch Behörden untereinander neue Austauschsysteme und Pflichten, sich auszutauschen, brauchen wir Kontrollteams, die eben nicht immer schon seit 100 Jahren mit ihrer Familie im Regierungsbezirk dieses Unternehmens sind, wo man dann sagt, wenn nachher 300 Leute arbeitslos sind, das möchte ich jetzt auch nicht anrühren. Ja. Der Mensch ist auch, Kontrolleure sind nur Menschen, sage ich mal ganz nett. Das sind alles Dinge, die wir anders aufbauen müssen. Sie haben es quasi Kultur, den Kulturaspekt dazu gemacht. Wir müssen eine andere Arbeitskultur haben, das ist nicht nur mental, was in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeht, sondern wir müssen auch Arbeitsstrukturen dahinter setzen, jederzeit einsehbar und so weiter. Und mein zweiter Punkt in dem Kontext ist, egal um welche Themen es geht, wir müssen Kooperation breiter denken. Also wenn wir das Digitale zum Beispiel nehmen, ich meine jetzt nicht nur Kooperation von Kommune bis EU, sondern wenn wir das Digitale zum Beispiel weiterdenken, werden wir viele Dinge, Herr Kramer hat ja ein bisschen den Mangel jetzt beim Digital Services Act angesprochen, viele Dinge müssen wir vielleicht gemeinsam erreichen. Also Sie kennen zum Beispiel Kooperationen mit dem Digitalministerium, mit dem Ministerium, das für Verbraucherschutz zuständig ist jetzt. Das ist ja jetzt anders aufgeteilt. Warum? Weil wir das nicht alleine im Lebensmittelbereich regeln werden. Zum Beispiel hat der Verbraucherschutz sowas wie, es war vorher schon mal ein Thema, die Puppe Keiler. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die Puppe, die spricht und sich auch weiterentwickelt gedanklich und die Daten, die Informationen waren irgendwo in Hongkong oder Singapur. Ist jetzt verboten bei uns. Ich weiß nicht, wer das hier, ich glaube, das haben auch Sie gesagt damals, oder? Weiß ich nicht. Nee, war eine andere Behörde, egal. Aber es ist ja so, dass es verboten ist, die auch in die EU nach Deutschland zu schicken, aber kein Mensch kann das kontrollieren oder so. Insofern glaube ich, dass die Strukturen, die Offenlegungspflichten, die Auskunftspflichten und so weiter in einer Art neuer Kooperation national angegangen werden müssen, vielleicht auch national so, ich habe es noch nicht zu Ende gedacht, dass sozusagen mehrere Ressorts gemeinsam auf die europäische Ebene gehen und sagen, wir brauchen jetzt ein Paket für den Onlinehandel. Mhm. Ja? Und ich will aber noch hinzufügen, was mir auch noch auf der Seele liegt, Sie hatten gerade das Thema chemische Cocktails angesprochen, also mir lag damals schon auf der Seele und heute umso mehr, je mehr man weiß. Ja? Und ich weiß ja auch, dass man nachher nicht kausal sagen kann, dieser Krebs kommt durch diesen Stoff. Aber wenn wir zur Ärztin, zum Arzt gehen, wird nur das Medikament in der Regel verschrieben, das auch für dieses
diese Diagnose helfen soll. Wir essen hier aber ständig chemische Cocktails und Stoffe, die in unserem Körper irgendwas bewirken. Es gibt ja keinen Stoff, der nichts tut in meinem Körper, wenn ich ihn esse, trinke oder ihm ubiquitär ausgesetzt bin. Und ich glaube, dass das, das Darmmanagement hinzukriegen, aber auch zur Forschungsbereich hin, ein ganz wichtiger und großer Punkt ist. Und diese chemischen Cocktails, die wir aufnehmen, die sind ja nicht nur Einfluss auf die Natur, Umwelt und damit Grundlage für die Lebensmittelproduktion, die nicht besser wird, je mehr Chemie im Umlauf ist, aber sie sind eben auch ein großes Gesundheitsproblem und deshalb muss sozusagen das, finde ich, das Management auch sagen, wie managen wir eigentlich, dass ein Mensch im Alltag möglichst wenig von diesen Stoffen zu sich nimmt. Frau das Künast, ist nicht BVL alleine, aber auch. Ja. Es ist nicht BVL alleine. Sie haben gesagt, das muss man gucken, dass man das partnerschaftlich entwickelt, so in etwa. Herr Färber, das ist ja, glaube ich, nicht unbedingt ein Thema, wo man sich parteipolitisch völlig in die Wolle kriegt. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich vermute, dass Sie da ganz ähnliche Herausforderungen sehen. Haben Sie auch ähnliche Ansätze oder haben Sie noch was jetzt quasi nicht auf dem Zettel war von Frau Künast? Na gut, das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Natürlich möchte niemand mehr Chemie zu sich nehmen, als er sich bewusst ist, sage ich jetzt zumindest mal. Er möchte nichts Verstecktes da drin haben, dessen Wirkungen er nicht weiß. Aber ich glaube, wir müssen uns auch verabschieden von diesem Wunsch der Null-Rückstandsthematik. Das ist einfach ein Thema. Wenn wir Wirkungen von Substanzen wollen, beispielsweise dass Obst und Gemüse dann auch noch frisch ist, dann müssen wir auch akzeptieren, dass ein bestimmter Rückstand von diesen Wirkstoffen dann eben auch noch im Lebensmittel ist. Der muss aber nicht gefährlich sein. Da geht es um die Risikobewertung. Dieser Rückstand muss nicht gefährlich sein. Wir hatten vor wenigen Jahren die Situation, dass der Lebensmitteleinzelhandel auch Alleinstellungsmerkmale zu haben beschlossen hat, wir wollen, also einzelne Händler, nicht alle, aber einzelne Händler, wir wollen 0,0 Rückstand von Pflanzenschutzmitteln in unserem Obst, in unserem Gemüse haben. Das hat am Ende dazu geführt, dass in den Herkunftsländern, wo dieses Obst und dieses Gemüse kam, eben nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, sondern Substanzen, die man gar nie bei diesen Lebensmitteln vermutet hätte, versucht hätte. Da wurde ursprünglich, da gab es eine Situation, wo dann Mittel gegen Hautpilz da eingesetzt worden ist, weil man wusste, das wird dann eigentlich nicht untersucht. Es wurde das Matrin eingesetzt, das hat man dann gemerkt und man untersucht seither auch in Deutschland auf Rückstände. Aber man muss einfach wissen, die Herausforderungen, die der Kunde, die der Verbraucher am Regal an Lebensmittel stellt, die müssen auch irgendwo erfüllbar sein, die müssen leistbar sein und da müssen wir eben wirklich auch dann entscheiden, wollen wir null Rückstände, dann sieht das Obst und das Gemüse eben anders aus, als wir es jetzt heute gewohnt sind, oder finden wir Lösungen, so wie wir es auch bisher hatten, dass man nämlich sagt, was ist die vertretbare Rückstandshöhe, wo ist das Risiko vertretbar, beziehungsweise wo besteht kein Risiko mehr. Darf ich mal spontan reagieren? Also das nennt sich gesundheitlicher Verbraucherschutz. Und es ist deshalb auch aus dem Grundgesetz raus als erstes Mal als gesundheitlicher Verbraucherschutz zu betrachten, meiner Meinung nach. Und nicht gleich über Artikel 14 gucken wir jetzt mal auf das Unternehmen oder den Gewerbebetrieb. Das spielt da auch eine Rolle. Aber das ist der allererste Punkt. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich mir wünschen dürfte, was macht das BfR, was macht das BVL, sich wirklich, wie Herr Uhl sagte, diese chemischen Cocktails angucken, das ist nicht trivial. Gehen Sie mal Richtung Krebsforschungszentrum und andere und international. Das ist brutal. Und stellen Sie sich vor, wenn Sie in Ihrem Umkreis eine Person kennen, in Ihrer Familie, die Krebs hat, dürfen Sie sich vorstellen, dass es eventuell auch mit diesem chemischen Cocktail zu tun hat. So, das muss man sich so brutal vorstellen. Natürlich sieht man das nie kausal vor sich. So brutal ist die Wirklichkeit. Und deshalb wünsche ich mir an der Stelle, meine das nur das, auch nach dem Lissabon-Vertrag Precautionary Principle nur verantwortbar ist, indem wir das glasklar sagen und nicht nur vom Handel aus betrachten, sondern von der Gesundheit der Menschen her betrachten. Das ist der Punkt und das kann man ja noch weitermachen. Also aber als Ministerin habe ich mal nachgefragt, wie sind wir eigentlich früher zu diesen Rückstandshöchstwerten gekommen? Und die Frage kam mir mal, als jemand sagte, und dann setzen die, ich weiß gar nicht, wer es macht, der Rückstandshöchstwert für irgendwas für Kinder wie folgt fest. Ich habe gesagt,
wie rechnen Sie das? Dann kam, ja, wir rechnen das vom 30-jährigen Mann, der so und so schwer und groß ist, und dann rechnen wir das runter für Kinder. Und gesagt, ja, aber wie rechnen Sie jetzt eigentlich die körperliche Entwicklung eines Kindes, einschließlich Hirnentwicklung und dies und innere Organe bis zum 6. Lebensjahr? Hm, war die Antwort. Ich habe bisher keine andere Antwort als hm gehört. Ja? Welche Schäden richtet das da an oder auf den Embryo? Ich würde sagen, meine gefühlte Temperatur dabei ist, manches ist da Pi mal Daumen. Und da ist so viel Forschung noch nötig, ja, über die Frage, was die Rückstandshöchstwerte machen. Natürlich, die Maus fällt nicht sofort tot um. Aber was ist mit der Maus, wenn man jetzt mal das transformiert vom Lebensalter her? Hat die Krebs in 5 oder in 10 Jahren? Wir wissen es nicht. Mhm. Und da will ich mal sagen, da brauchen wir viel mehr Forschung, da brauchen wir viel mehr Management. Und ich finde, es gibt auch sowas wie ein Recht, dass wir uns, und von Null habe ich nie geredet, ja, weil wie soll man Null machen? Null, da wird es ja nicht mal ein Fisch aus der Ostsee essen können, weil immer noch Dioxin drin ist. Ja, okay, oder so. Frau Kühners, ich würde sagen... Ich komme sofort zum Ende, ja. Man muss sich ja auch mal streiten auf dem Podium. Ja, Und das, finde ich, gehört in die Mitte dieser Geschichten rein. Und der letzte Satz ist, was ich ganz ungeheuerlich finde und wo ich auch sage, wir auch sagen, BML oder auch BMWK, wer immer, muss da auch ran, dass wir, und das ist eigentlich auch ein europaweites Thema, dass wir aus Deutschland oder aus der EU hier Pestizide und so weiter, Chemikalien produzieren, die hier nicht zugelassen sind, wir sie exportieren und sie kommen dann wieder mit Lebensmitteln bei uns rein, wo wir dann Rückstandshöchstwert machen. An der Stelle würde ich sagen, weil wenn wir es nicht zulassen bei uns, dann müsste der Rückstandshöchstwert für einen Import aus dem Drittland 0 sein. Mhm. Ja, weil, also, und ich weiß auch nicht, warum wir das wo andere Leute anwenden lassen, wenn es für uns ungesund ist in Anwendung oder beim Essen. Also es gibt viel zu tun und zu streiten. Ja, also wir streiten noch kurz weiter, Herr Färber, mit einer kleinen Replik von Ihnen. Und dann möchte ich schon mal ankündigen, ich würde gerne, aber Sie wollten ja was entgegnen, hatte ich den Eindruck. Ich würde natürlich die Kollegin nie kritisieren. Da verstehen wir uns da natürlich auch viel zu gut. Aber Frau Künast, Sie setzen voraus, dass das unbehandelte Lebensmittel grundsätzlich gesund und unbedenklich ist. Und da möchte ich einfach darauf verweisen, dass wir leider Gottes auch Unkrautpflanzen haben, die hochgiftig sind, wenn wir sie nicht aus den anderen Kulturpflanzen entfernen können. Die Art und Weise, da gibt es dann vielleicht künftig neue Möglichkeiten. Bisher ist eben das Herbizid da die erste Wahl. Und auch Pilzgifte, auch Mykotoxine können hochgiftig sein. Und da geht es auch ein Stück weit um die Abwägung, um die Vertretbarkeit. Ist es dann gesünder, wenn Sie Mykotoxine in Ihren Lebensmitteln, gerade auch im Getreide, in den Haferflocken, im Müsli haben? Wir haben selber in bestimmten Jahren... Wenn Mykotoxine drauf sind, sind Sie nicht verkehrsfähig. Würde ich gerade sagen, wir haben selber schon, als man nachgeht, man muss da sparen, man muss weniger Pflanzenschutz einsetzen. Und da haben Sie ruckzuck Getreide auf dem Hänger, das Sie nicht mehr als Futtermittel einsetzen können, das Sie nur noch in die Biogasanlage zur thermischen Verwertung, energetischen Verwertung fahren können. Und deshalb, man muss das Gesamte sehen. Ich habe keine Aktien irgendwo beim Chemiekonzern, aber ich sage Ihnen eben eines, das, was produziert wird, muss auch vermarktbar sein. Und die Abwägung zwischen pilzlichen, zwischen natürlichen Giften und, wie Sie sagen, den Cocktails, das muss abgewogen sein. Und dafür haben wir aber auch unsere Behörden, die das vom BVL über das BFR bis zur EFSA, wo das tagtäglich bewerten, wo damit umgehen. Okay, vielen Dank. Jetzt machen wir die wissenschaftliche Perspektive. Herr Uhl, Sie haben wir noch so wenig gehört heute, und dann Herr Kramer. Und ich möchte aber eben noch sagen, dass ich schöne Vokabeln gelernt habe. Die Herbstzeitlose und Jakobskreuzkraut sind, glaube ich, Dinge, auf die Sie ansprachen, ne? Also die sich da irgendwie reinfummeln können. Okay, bitte, Herr Uhl. Ja, es ist natürlich eine gefährliche Geschichte, sich in eine schöne innenpolitische Diskussion Deutschlands einzumischen. Ich will da mit aller Vorsicht darauf zugehen. Aber ich denke, es ist natürlich, Frau Künast, nicht schwarz oder weiß, nicht? Ich denke, wir können schon sagen, dass wir in Europa insgesamt auf einem guten Weg sind. Verglichen mit anderen Jurisdiktionen auf dieser Welt sagen uns alle, dass wir in Europa wirklich vorbildlich sind, nicht überall. Und das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen dürfen, aber in Summe, glaube ich, ist sowohl in der Forschung, in der Risikobewertung, im Risikomanagement, auch die Wirtschaftstreibenden, sind wir auf einem guten Weg. Die Europäische Union hat jetzt beschlossen, die Kommission mit dem Europäischen Grünen Deal und mit Farm to Fork Strategy noch weiterzugehen, Risiken zu senken, Pestizidanwendungen zu senken. Ich glaube,
Wir können auch stolz sein in einer gewissen Weise, was alles erreicht wurde. Das müssen wir ja, dafür brauchen wir noch eine Mehrheit. Ja, okay. Und dann, wenn Sie sagen, chemische Cocktails, da ist riesiger Forschungsbedarf, stimmt, da wird auch viel geforscht, da machen die Mitgliedstaaten viel, da macht EFSA viel, da macht das BfR viel, wir arbeiten zusammen, ist wissenschaftlich hochkomplex. Das kann man nicht einfach so sagen, jetzt ist es halt 10-mal mehr gefährlich, das ist sehr komplex, wir arbeiten seit vielen Jahren daran, auch hier gibt es Fortschritte. Also in Summe würde ich versuchen, hier nicht ein schwarzes Bild zu malen, als um Gottes Willen, wir werden jetzt alle an Krebs sterben wegen Rückständen, sondern ich denke, die chemische Nahrungsmittelsicherheit in Europa ist auf einem sehr hohen Standard, kann noch weiter verbessert werden und muss weiter verbessert werden. Mhm. Aber man hat vorher schon von der Kuh gesprochen. Ich denke, man muss auch hier die Kuh im Stall lassen. Nicht? Ich meine, politisch verstehe ich, es muss weitergehen. Aber es das haben wir nicht vor, die Kuh im Stall zu lassen. Neues Beispiel, Herr Url. Ah. Ja, sie soll auch Freilauf haben, natürlich. Ja, ja. Vom Eis, wie auch immer. Herr Kramer, ich glaub, danke schön. Ich glaube, die Kuh bleibt dann auf der Weide und dann kann auch Frau Kühners zustimmen, wenn die Kuh auf der Weide bleibt. Das ist natürlich für einen Beamten, eine nachgeordneten Behörde mindestens so spannend und delikat in eine innenpolitische Diskussion sich einzumischen, weil wir eben keine politische Behörde, sondern eine wissenschaftliche Fachbehörde sind. Das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Gleichwohl kann ich, glaube ich, das eine oder andere kommentieren. Sie, Herr Url, haben es gerade darauf hingewiesen, das BfR, die Vizepräsidentin, ist ja auch hier. Bei den Bewertungen von Pflanzenschutzmitteln wird genau das schon gemacht, aber Sie können natürlich und müssen erstmal mit einem administrierbaren und wissenschaftlich und von den Daten und den Kosten handhabbaren Umfang vorgehen. Das heißt, was wird untersucht? Es werden mögliche Mixe, die in der Realität, in der Landwirtschaft, in der Anwendung vorkommen, zunächst mal getestet. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, ohne dieses Grundprinzip, dass wir, Sie sprachen von Cocktails, dass wir das negieren. Wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, dass wir nicht alle möglichen Kombinationen, aller möglichen Wirksubstanzen, die es auf dieser Welt gibt, im Kontext Pflanzenschutzmittel, im Kontext Arzneimittelwirkstoffe prüfen können und sagen können, das muss jetzt alles getestet werden, dann werden Prozesse nicht mehr handhabbar. Ich glaube, das ist auch nicht gemeint. Was wir im BVL, und das möchte ich hier schon transportieren, was wir beispielsweise in der Tierarzneimittelzulassung qua Gesetz haben, dass Pharmakovigilanz stattfindet. Das heißt, nach der Zulassung wird durch uns geprüft und nachvollzogen, da sind wir auf enge Zusammenarbeit mit zum Beispiel den Ländern, den Giftnotzentralen, mit Ärzten angewiesen, wo gibt es unter Umständen unerwünschte Nebenwirkungen, auch von Tierärzten zu erfahren, wo gibt es unerwünschte Nebenwirkungen beim Tier, die wir vermeiden wollen, die beim Zulassungsprozess nicht abgebildet werden konnten. Das Gleiche planen wir jetzt, bereiten wir jetzt zumindest mal für Deutschland vor, eine Pestizidvigilanz, nenne ich es mal, dass wir schauen, intensiver schauen über ein Monitoring, wo können unter Umständen unerwünschte Effekte, die nicht nur zufällig zutage treten, sondern systematisch auch verfolgt werden, ob sie zutage treten, denn entdeckt werden. Und das hat dann natürlich Auswirkungen. Dann ist der Manager gefragt, dann werden entweder soweit möglich und notwendig Anwendungsbestimmungen verschärft, Auflagen erhöht, bis hin zum Widerruf einer Zulassung. Also ich glaube, da sind wir uns sehr eins. Und ich möchte noch einen Punkt, erlauben Sie, wenn ich ein bisschen einen Rückgriff auf Herrn Url mache. Doch bitte, ein Punkt. Genau das, was Herr Url sagte, die Agilität in den Behörden, das ist genau das, auf dem Weg sind wir im BVL, den beschreiten wir. Das ist schwierig, die richtige Balance zwischen der notwendigen Expertise einer Wissenschaftlerin, die sich gut auskennt in der Bewertung von Tierarzneimitteln und einem Wissenschaftler, der sich gut auskennt in der Bewertung gentechnischer Methoden, aber so flexibel zu halten, dass Kolleginnen und Kollegen auch über den Tellerrand hinaus arbeiten und dass wir in dieser zwischenbehördlichen Kooperation, Sie hatten die Kollegin Scharfenberg genannt, die eben in der EFSA mitwirkt. Ich glaube, da müssen wir uns noch viel weiter flexibilisieren
Und da hat auch das BVL noch Hausaufgaben zu machen. Das gehört auf die Agenda für die nächsten 5 Jahre mindestens dazu. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Ich sage mal kurz, auf meiner Agenda gehört dazu, dass wir auch Sie hören, werte Gäste. Sie können sich gerne schon mal Fragen ausdenken. Also ich vermute, realistisch werden wir etwa 3 schaffen. Mal gucken, das machen wir in etwa 10 Minuten. Das sage ich zur Disziplinierung dieses so wunderbar leidenschaftlichen Panels. Wir lassen dem Publikum noch ein bisschen Raum und wir haben jetzt gut 10 Minuten für ein ganz dickes Ding, was aber, glaube ich, sehr schön an das anknüpft, was Sie jetzt schon beredet haben. Also wenn man etwas bewertet, dann braucht man Standards. Und ich würde gerne noch eine kurze, große, vom Thema her große Runde mit Ihnen machen, nämlich Standards bewerten und relativieren in Zeiten der Krise. Also wie wirken die großen Herausforderungen, die wir gerade erleben? Alles wird teurer, schwieriger. Herr Wiss hat mehr Angst als früher, hat er uns gesagt. Wie wirkt sich das aus? Also kurz gesagt, vielleicht, Herr Kramer, führen Sie ganz kurz ein, aber bitte kurz, 2 Minuten vielleicht, wenn es geht, jeder. Können wir uns die Standards leisten, die wir haben, auch in diesen und den Zeiten, die vermutlich noch schwieriger werden? Wir müssen uns die höchstmöglichen Standards leisten, um das klar zu sagen. Der gesundheitliche Verbraucherschutz kann nicht disponibel sein. Aber wenn ich mir beispielsweise anschaue, die Festsetzung von Rückstandsgehalten irgendwo orientiert sich an 2 Werten. Absolute Deadline ist oder absoluter Höchstwert ist die gesundheitliche Unverträglichkeit. Da gibt es gar nichts dran zu tun. Und dann wird bei der Festsetzung von Rückstandsgehalten auch die technologische Machbarkeit berücksichtigt. Und da ist oftmals, sind Potenzen dazwischen. Und wir werden im Zweifelsfall, bevor wir Produkte verwerfen, unter Umständen in eine Situation kommen, wenn sich Krisen verschärfen, wenn die Ernährungssicherung sich als gefährdet herausstellt, dass wir unter Umständen justieren müssen, ob wir an diesen technologisch bedingten Grenzwerten festhalten oder ob wir da Luft haben. Ich weiß beispielsweise, letzter Punkt, ich weiß beispielsweise, dass für die Militärs, und die haben kein Interesse daran, ihre Soldaten zu vergiften, es sozusagen eine Nebenregelung gibt, wo mit anderen Grenzwerten gearbeitet wird, die die gesundheitliche Unbedenklichkeit berücksichtigen, aber die Versorgung auch im Auge behalten. Und ich hoffe nicht, dass wir dahin kommen, aber wir müssen angesichts dieser Multikrisen auch in die Richtung denken dürfen. Okay, vielen Dank. Herr Färber, wir sehen gerade auch mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine, wie vulnerabel auch wir sind in unserer Versorgung über die Lieferwege und so weiter. Was bedeutet das für die Verbrauchersicherheit? Wie kann man die da aufrechterhalten? Oder müssen wir uns ein bisschen lockerer machen? Ich weiß nicht. Na gut, ein bisschen lockerer machen ist sicherlich oftmals kein Fehler. Aber wir haben jetzt in der Situation mit dem Krieg, wenn die Zölle aufgehoben werden von ukrainischen Gütern und die kommen eben auch nach Europa, die kommen auch nach Deutschland. Da haben sie nicht arg viel Zeitraum, um da irgendwelche besonderen Dinge vorzuschreiben oder auszuhandeln oder zu vereinbaren. Dann sind die Produkte so, wie sie sind, in der Beschaffenheit und auch mit diesen Rückständen. Bei Handelsabkommen, da haben Sie noch die Möglichkeit, es im Vorfeld zu klären und da eben das auszuverhandeln. Aber was eben ganz arg schwierig ist, das ist, wenn fürs Inland Grenzwerte gelten, wenn da Rückstandsgrenzwerte gelten oder Standards allgemein gelten, die wissenschaftlich begründet sind und die gesellschaftlich und politisch auch gewünscht sind. Und wenn dann eben für Importe was anderes gilt. Und nicht nur jetzt geringfügige Überschreitungen, sondern teilweise das Hundertfache akzeptiert werden kann. Das können Sie den Verbrauchern hier nicht wirklich erklären. Das können Sie aber auch den Produzenten hier nicht erklären. Und das Problem, das haben wir ja nicht nur bei Pflanzenschutzrückständen, das haben wir auch an ganz anderen Stellen, als wir jetzt diesen Sommer gesehen haben, dass Obst und Gemüse bei uns vernichtet wurde und eben daher kam, wo es billiger war. Innerhalb Europas, muss man sagen. Aber Sie müssen, wenn Sie Standards haben, dann müssen Sie auch das erklären können. Und vor allem, Sie brauchen das Vertrauen der Konsumenten in diese Standards und auch in die Systeme, in die Verfahren, wie man zu diesen Standards gekommen ist. Das Vertrauen, das kann man verspielen, aber ohne das Vertrauen geht es nicht. Okay, danke schön. Frau Künast, Sie wollten sich nicht locker machen, entnahm ich der Geste. Also ich habe
Ja, genau. Nein, ich wollte mich da nicht locker machen, weil ich auch glaube, dass das gar nicht die Kernfrage ist im Kontext. Also die Frage ist nicht, dass wir aufgrund von Krisen und so die Lebensmittelstandard und damit Sicherheit reduzieren. No way. Also wir können ja jetzt den Leuten, die genervt sind von der Pandemie und allem, die ist noch nicht zu Ende, die sehen, welche finanziellen Belastungen und der Krieg gegen die Ukraine und unsere Solidarität auslösen und. Und dann sagen wir ihnen, jetzt haben wir noch eine brillante Idee, nämlich wir gucken bei der Sicherheit eurer Lebensmittel nicht mehr hin. Also ich weiß auch nicht, dann werden die Querdenker-Demos, glaube ich, eher noch größer, ja, weil die Leute sagen, jetzt reicht's. No way. Ich glaube, dass wir andere Debatten führen müssen. Die eine Debatte ist die in dem Kontext Preise. Und wahrscheinlich wird ist der einfachste Weg, die Debatte, die jetzt national und europäisch geführt wird, über die Frage, wie sind die Energiepreise? Die haben ja schließlich auch Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise. Ja? Und dass zum Beispiel die billigste, sag mal, die teuerste Energie den Preis bestimmt, ja, und deshalb dann irgendwelche Unternehmen sich eine goldene Nase bei Gas oder bei erneuerbaren Energien verdienen können, weil jemand anders noch teurer ist. Da müssen wir Einfluss nehmen und das hat am Ende bis auf den Bäckerladen, und das ändern wir jetzt gerade auch mit dem letzten Entlastungspaket, hat das ja Auswirkungen. Da müssen wir unterstützen die Struktur des Preismarktes Energie und dann, wie helfen wir denen über die jetzige Preisgeschichte, ist der eine Punkt. Da muss man was bei Lebensmitteln verändern, aber nicht bei der Sicherheit. Der zweite Punkt ist, der größere Punkt ist doch Lebensmittelsicherung, dass wir sozusagen uns die Frage stellen müssen, wie viel Food Waste haben wir? Und ich sage Ihnen, gerade in der Gemeinschaftsverpflegung, sonst wie oder bei dem, was jetzt hier vernichtet wird auf Feldern und so, haben wir so viel Food Waste und Kosten, die wir eigentlich benutzen sollten, um das System besser zu machen, um Gemeinschaftsverpflegung besser zu machen, dann sollten wir uns überlegen, wie wir eigentlich unsere Fläche, mit der wir Lebensmittel produzieren können, klüger nutzen. Also da wäre jetzt die Debatte über, wie viel Tierhaltung machen wir eigentlich. Ja? Und da wir ja unsere Sicherung von Lebensmitteln in Deutschland oder in Europa nicht getrennt von allem anderen denken lassen, weil wir exportieren oder wir importieren, weil wir wissen, dass in der Sahelzone die Leute hungern und wir uns fragen müssen, ob das eigentlich richtig ist, dass wir da grüne Bohnen und Rosen ganzjährig produzieren lassen, mit dem Ergebnis, Lake Tschad wird genauso klein wie der Aralsee. Ja, und die Leute vor Ort dann sozusagen zwingend zu Flüchtlingen werden, möglichst viele. Geben wir dem Perspektiven. Das ist alles der Kreis, den man um das Thema Lebensmittel, Mittel zum Leben führen kann. Aber es soll ein Mittel zum Leben sein. Und deshalb ist die Frage der Standards bei Lebensmitteln, die kann man nicht reduzieren. Und der eine Punkt ist ja auch klar, man kann ja nicht bei Importen was reduzieren, hat der Färber schon gesagt, was national hier gilt. Und wenn wir es einmal aufknüpfen wollen, werden wir auch diesen niedrigen Standard nicht mehr los. Also die Fragen sind eigentlich andere. Okay. Herr Uhl, ich fand Ihren Beitrag vorhin am Rednerpult, also die anderen auch, aber da haben wir gemerkt, Sie können gut so aufs große Ganze schauen, hatte ich den Eindruck, und interessieren sich auf darunterliegende Strukturen und so. Und wir erleben ja gerade, Frau Künast hat auch kurz über die Energieversorgung gesprochen, wie die Veränderung der Lage frühere Entscheidungen zunichte macht, bei uns jetzt gerade mit der Laufzeit von AKWs. Erwarten Sie, dass angesichts der sich sicherlich noch verschärfenden Ernährungskrise wir auch Dinge über Bord werfen mit Blick auf vielleicht Ernährungsgewohnheiten, aber auch mit Blick auf Rückstände, auf Standards, die bisher als Gesetz galten, einfach weil der Druck des Faktischen sozusagen so groß ist? Und wie kann man den dann in die richtige Richtung kanalisieren und wo ist die? 2 Minuten. Ja, eine Herausforderung. Ja. Also ich würde sagen, an den Standards der Sicherheit kann man gar nichts tun. If it's not safe, it's not food. Punkt. Wenn es nicht sicher ist, ist es kein Lebensmittel. Das ist nicht verhandelbar aus meiner Sicht. Aber die Frage ist doch eine andere, und Frau Künast hat darauf hingewiesen, wie ernähren wir uns, wie viele tierische Produkte nehmen wir zu uns, wie werden Flächen verwendet, wie werden Preise gebildet. Letztes Jahr haben die Vereinten Nationen einen Gipfel abgehalten im September 2021 über die Zukunft der Lebensmittelsysteme, Food Systems Summit. Und im Vorspann haben Wissenschaftler berechnet die wahren Preise von Lebensmitteln. Und was herausgekommen ist, ist interessant. Wenn wir 10 Euro für ein Lebensmittel bezahlen, kostet es in Wirklichkeit 30 Euro. 10 zusätzliche Euro für die Reparatur von Gesundheitsschäden, 10 zusätzliche Euro für die Reparatur von Umweltschäden.
Das sind ungefähr die wahren Kosten von Lebensmitteln. Das heißt, es geht aus meiner Sicht nicht um die Herabsetzung von Standards, sondern um die Frage der Leistbarkeit. Das geht natürlich in die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Aber, und jetzt komme ich zu Ihrem Punkt, auch um die Frage, was essen wir in Zukunft? Und ich glaube, wir können, das muss ich als Sohn eines Landwirts und Tierarzt sagen, wir können es uns nicht mehr leisten, so viel tierische Produkte zu essen. Es ist nicht gut für unsere Gesundheit und nicht gut für die Gesundheit des Planeten. Darüber gibt es keinen Zweifel mehr. Das sind anerkannte wissenschaftliche Fakten. Die Frage der Umsetzung ist ganz schwierig, weil wir in etwas sehr Persönliches des menschlichen Bereiches eingreifen, nämlich Ernährung. Und wie wir gesehen haben bei Covid, sogar wenn wir Impfungen empfehlen, reagieren manche Menschen sehr avers. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich eine neue Generation brauchen. Ich glaube, nur die jungen Leute können uns helfen, hier den Weg in eine verträglichere Ernährung für unsere Gesundheit, aber auch für den Planeten zu gehen. Und da bin ich im Gegensatz zum Herrn Weiß zuversichtlich. Ich kann Ihnen sagen, wir sind bei EFSA 600 Mitarbeiter und wir haben 100 Praktikanten aus allen Ländern Europas. Junge Leute zwischen 25 und 30 Jahren. Und wenn Sie die sehen, wie die handeln, wie begeistert die sind, dann kommt Zuversicht auf. Ich bin sehr optimistisch. Oh, wie schön, danke. Also das ist ein guter Punkt jetzt für einen Break. Und ich finde, wir sind bei einem sehr spannenden Thema, das ich gar nicht so gern verlasse. Aber es fällt mir leichter, weil ich weiß, genau darum geht es dann später auch. Wie essen wir, was essen wir künftig im zweiten Panel? Insofern jetzt Zeit für Ihre Fragen, werte Gäste. Wer macht den Icebreaker? Haben Sie schon jemanden? Ah ja, hier vorne, der Herr, jetzt müsste ich Ihren Namen wissen, weil ich ja gelernt habe vorhin, dass Sie schon Präsident des, ist so, ne? Ja, Verzeihung, ich weiß es nicht, aber hier kommt Ihr Mikro und wenn Sie es netterweise nochmal sagen, Dankeschön. Herr Grugel. Wenn wir uns mit Risiken beschäftigen, dann schauen wir ja immer auf Risiken, die wir kennen und die wir in der Regel bewertet haben. Was offen bleibt, ist, dass wir alle die Erkenntnisse, die im Gesundheitsbereich anfallen, welche Menschen werden krank, wie kann ich sie gruppenmäßig, ortsmäßig und so weiter clustern, überhaupt nicht ausnutzen für eine Identifikation von möglichen Lebensstilrisiken, aber auch von möglichen stoffbezogenen oder aber auch mikrobiologischen Risiken. Sehen Sie eine Chance, dass man die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung, mit den Gesundheitsstrukturen hier über Deutschland hinaus europäisch verbessert, um da Erkenntnisse zu gewinnen, die wir dann im Grunde genommen in so ein Frühwarnsystem einbauen können, um zu identifizieren, da verändert sich etwas oder da haben wir besondere Probleme. Ich kann mich erinnern, ich habe das selber mal im Beruf gemacht vor vielen, vielen Jahren, über 30 Jahren in Niedersachsen, als wir untersucht haben, wo haben wir bestimmte Cluster bei Kinderleukämie und haben danach gesucht, gibt es lokale Ursachen. Und hier stelle ich mir vor, dass man ähnlich Gesundheitsberichterstattung nutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen, können wir Lebensmittel und Lebensstile sicherer machen. Okay, vielen Dank. Ihr Nachfolger im Amt hat schon aufgezeigt. Ja, vielen Dank. Ich weiß natürlich, dass Herr Grugel über die Zusammenhänge sich auskennt, deswegen stellt er auch eine solch kluge Frage. Wir sind erstaunlich, ja. wir sind natürlich jetzt auch dabei, gemeinsam beispielsweise mit dem Robert-Koch-Institut, mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, genau diese, einen Teil dieser Aspekte. Das geht nicht so weit, wie Sie es akademisch jetzt ausformuliert haben. Aber ganz trivial zu schauen, welche Infektionen bei mikrobiellen Kontaminationen, welche Infektionen sind denn aufgetreten? Wo sind die aufgetreten? Welche Erregerstämme treten auf? Und von der anderen Seite, der Lebensmittelüberwachungsseite, auf Basis eigener Erkenntnisse, aufgrund der Daten aus den Bundesländern, dann bewerten, an welchen Lebensmitteln tritt denn ein bestimmter Stamm, ein bestimmter Erreger jetzt gerade auf? Gibt es da unter Umständen Überlappungen, gibt es Koinzidenzen? Und genau das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Und dass Wilkewurst aufgedeckt wurde, ich habe jetzt hier mal einfach so ein Generikum genannt, das war mit Ergebnis dieser Arbeit, dass wir genau kombiniert haben, das Auftreten
von Erkrankungen, das Auftreten von Lebensmittelkontaminationen und dann relativ schnell, und das waren die Kollegen hier aus dem Haus und Frau Luber wird ja heute auch beim Science Slam dabei sein und das vielleicht ein bisschen illustrieren, dass wir genau das machen. Das ist jetzt ein Einstieg, das ist noch nicht in der akademischen Tiefe, aber ist, glaube ich, der richtige Weg. Okay, danke. Vielen Dank. Wir haben eine zweite Frage, wenn Sie sich netterweise vorstellen. Ja, Michael. Wir hören Sie schon, das war an. Okay, Michael Kühne, ich bin sozusagen ein Kollege von Herrn Elschner, Abteilungsleiter in Niedersachsen auch. Und wir sind schon einigermaßen krisenerfahren. Aber das, was Sie angeregt haben oder diese Frage, die Sie gestellt haben, Frau Samrotzki, hat mich doch dazu bewegt, einmal mich kurz hier zu melden. Die Herausforderungen, die Herr Uhl angesprochen hat, die gefühlt in weiter Ferne liegen, die sind für mich schon etwas näher gekommen. Dadurch, dass wir das erste Ereignis war die Corona-Pandemie, die noch nicht vorbei ist, und jetzt die Ukraine-Krise, der Krieg mit allen Folgen, die wir noch nicht annähernd abschätzen können und einschätzen können, oder dass die weitere massive Ausbreitung von Tierseuchen, Geflügelpest, afrikanische Schweinepest will ich mal als Beispiel nennen, mit denen wir auch zu tun haben. Und ich glaube, dass eine Herausforderung ist, und da die bisherigen Strukturen nicht ausreichend sind, der gesundheitliche Verbraucherschutz im Hinblick auf Katastrophenschutz. Unsere Gesellschaft ist auf Katastrophen nicht mehr eingerichtet. Wenn ich hoch, Herr Kühne. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Thema ist gesetzt. Vielen Dank dafür. Frau Kühners hat sofort auf den Buzzer gehauen. Ja, weil, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir denken bei Katastrophenschutz ganz oft an zu viel Wasser, ja, auf einmal und ähnliche Geschichten oder Brände. Und wir müssen bei Katastrophenschutz die ganzen Epidemien, Pandemien, egal ob sie Menschen oder Tiere betreffen, egal wo sie jetzt herkommen, sozusagen mitdenken. Und ich finde ja schon mal eins positiv, wenn ich mal drauf gucke, ich glaube, es war irgend so ein Analysepapier von RKI 2012, das so analysiert hat, welche Krisen können kommen. Und da kamen sie auch mit solchen Pandemien und so weiter. Haben damals nur wenige ernst genommen. Jetzt wissen wir mehr. Und das heißt aber, wir hatten nämlich mit dem Ex-Chef des Bundesamtes für Katastrophenschutz, der jetzt Innenminister in Sachsen ist, Herr Schuster, vor einem halben Jahr mal als Fraktion da eine Debatte über Katastrophenschutz und haben dabei auch viel gelernt, nämlich, dass das komplett unterversorgt ist. Wenn Sie, was wir machen müssen, und das versuchen wir jetzt auch im Rahmen Haushaltsdebatten und im Rahmen Katastrophenschutz inhaltlich bestimmen beim Bundesinnenministerium, dass wir da diese ganzen Bereiche der Katastrophen mit reinnehmen. Weil wenn das übergreifend ist, wenn du da massive Erkrankungen hast, wenn du Lockdowns haben musst oder was einem noch alles einfallen kann im Leben, ist das nicht mit regionalen Behörden und allein mit Gesundheitsbehörden zu machen. Wir müssen also den Katastrophenschutz auf die, Klammer auf, zum Teil selbst angerichteten Miseren, Klammer zu, einstellen und neu ausrichten. Das ist jetzt eine Debatte und da kann ich nur bitten und aufrufen, vielleicht auch ans BVL, sich mit einzumischen übers BML in Richtung BMI, weil da die Debatte stattfindet und weil man dann Kompetenzen, die uns hier so interessieren, sozusagen mit einbeziehen muss. Ja, ich weiß noch nicht, wie das aussieht, aber du musst natürlich dann Zugang haben zu Testlaboren und Ähnliches. Ich habe das mal bei Rückstellen, glaube ich, bei Nitrophen oder so damals gehabt. Ja, da hat man ja auch gemerkt, wie wenig die Logistik dahinter ist. Da haben wir dann nachher bei irgendeiner Polizei angerufen, weil keine Testkapazitäten irgendwo waren und haben mit einem Polizeihubschrauber ein paar Kisten Proben nach Süddeutschland geflogen, weil wir gesagt haben, wir können ja jetzt nicht einen ins Auto setzen, der da 12 Stunden mit dem Auto durch die Gegend fährt oder so. Das sollen in einer Stunde da sein. Das sind so Dinge. Wie geht die Logistik, welches Personal hat man, wie gibt es Netzwerke, auch Kommunikationsnetzwerke für solche Fälle? Ich kann Sie nur auffordern, wo immer Sie sitzen, Länder- oder Bundesebene, fordern Sie das ein Richtung Bundesregierung und Richtung BMI. Und wenn Sie ans BMI schreiben, bitte immer die Abgeordneten CC setzen, damit wir wissen, wo wir von hinten freundlich schieben müssen. Okay. Ja, Frau Kühners, wir sind dabei. Ja. Super, danke schön. Eine Frage schaffen wir noch? Erschöpfung. Dann habe ich noch eine. Das klang auch bei Herrn Uhl vorhin in dem Vortrag an und gerade auch noch mal. Also
wir hören, es ist wahnsinnig schwierig, multiple Krisen alle aufeinander. Und Frau Künast, Sie hatten vorhin auch schon mal über Vertrauen gesprochen im Kontext, wenn wir die Standards senken und sagen, da gucken wir jetzt nicht mehr so drauf, dann rechnen Sie mit noch mehr Schreierei, wenn ich das so paraphrasieren darf. Was ist das Wichtigste, und das kann jetzt wirklich nur ein Stichwort sein, wie Sie auch als Behörden das Vertrauen der Bürger bekommen, was ja so wahnsinnig wichtig ist, weil wenn die Bürger nicht auf Sie hören, hilft auch nichts. Also wenn die Ihre Kompetenz nicht anerkennen. Herr Kramer. Ganz eindeutig, ich habe es heute schon mehrfach gesagt, wissenschaftsbasiert im Rahmen des geltenden Rechts zu bewerten, Entscheidungen zu treffen, Politik zu beraten und nicht irgendwelchen Strömungen zu unterliegen, um zu sagen, ach, das wird schon ganz nett sein, sondern das muss solide und belastbar sein, damit wir in guten Zeiten die Menschen davon überzeugen können, dass unsere Arbeit belastbar ist, und dann sind wir auch in der Krise glaubwürdig und vertrauenswürdig. Und das im postfaktischen Zeitalter, Herr Färber, wie macht man das denn? Ja, das ist die Währung, in der da bezahlt wird mit Vertrauen und mit Glaubwürdigkeit. Und wir haben halt die vergangenen Jahre festgestellt, dass viele Teile unserer Bevölkerung zumindest einmal zunächst sehr anfällig waren für Kampagnen, die auch in den sozialen Netzwerken da stattgefunden haben. Man hat oft verlernt, die Quelle zu überprüfen, die Interessenslage der Quelle, der man dann vertraut hat. Und man hat irgendwie immer auch gerne einfach unterstellt, dass alle Beteiligten sowieso irgendwie unglaubwürdig korrupt oder geschmiert oder sonst oder von irgendjemand gesteuert werden. Und ich glaube, da muss man schon in der Bevölkerung auch wieder nachjustieren und sagen, bitte, ihr könnt euch überall informieren, aber bitte hinterfragt eure Quellen, die Interessenslage eurer Quellen und was da dahinter steckt. Danke, ist auch eine Bildungsaufgabe letztlich, ne? Herr Uhl? Ja, ich glaube, im praktischen Leben sagen wir, Vertrauen basiert auf zwei Dingen, Kompetenz und Charakter. Denke ich, ja, das passt ganz gut. Für eine Organisation... Laoze, ne? Ja, wow. Für eine Organisation wie EFSA, wir können nicht Vertrauen verlangen. Sie können auch nicht Ihren Partner schütteln und sagen, vertrau mir. Man kann das schon tun, aber es hilft nicht viel. Das heißt, Vertrauen kann man nicht verlangen. Was wir tun können und tun wollen, ist uns vertrauenswürdig verhalten. Das ist ein Unterschied. Wir wollen als Behörde, als Agentur vertrauenswürdig sein, das heißt offen, zugänglich. Unsere Daten sollen transparent sein, wiederverwertbar. Und da ist auch dieser Gedanke des Caretaking, sich auch kümmern und nicht nur sozusagen technisch kalt zu sagen, ja, das ist der Rückstandsgrenzwert von 0,0 sowieso, sondern auch diese Haltung des, wir verstehen und kümmern uns. Das würde ich unter vertrauenswürdig Verhalten zusammenfassen, und das erlaubt zumindest die Möglichkeit, Vertrauen zu bilden. Dankeschön, Herr Uhl. Frau Künast, können Sie das noch toppen? Ich würde noch faktenbasiert dazu nehmen. Also Kompetenz und Charakter, finde ich richtig, sind Voraussetzungen vom Vertrauen, und meistens ist Vertrauen auch irgendwie tatsachengestützt. Ja? Wer ein-, zweimal schlechte Erfahrung gemacht hat, da müssen Sie 10-mal dran arbeiten, um wieder in diesen Vertrauensstatus zu kommen. Das sind sozusagen die Eigenschaften, und ich will sagen, heißt auch offen sein, unabhängig sein, transparent sein. Sie haben ja, also eigentlich muss man auch als Behörde sich das jede Woche weiter erarbeiten, sonst ist es weg. Und ich wünsche mir auch Transparenz sozusagen immer, also wenn es mal strittige Auffassungen gibt, auch wissenschaftlich intern, dann möchte ich die auch sehen. Also ich will nicht sehen, wenn zwei Wissenschaftlerinnen oder oben und unten in der Hierarchie unterschiedlicher Meinung sind. Das muss man transparent darstellen. Man muss sagen, wie ist die Diskussion gewesen? Man muss es breit machen. Man muss sagen, wie die wissenschaftliche Fragestellung war. Weil da fängt die Frage ja an. Was hast du überhaupt gefragt? Ja? Also man kann ja beim Auskreuzen fragen, hat es sich in der nicht vorherrschenden Windrichtung in 500 Meter ausgekreuzt? Man kann auch 5 Jahre forschen, ob es sich in allen Windrichtungen ausgekreuzt hat. Ja? Und das muss man sozusagen alles klarlegen. Und ich glaube, dass da also Sie als Behörden und Institute und so eine ganz große Aufgabe haben, weil Sie sind dann natürlich auch Anker. Wenn man sagt, also die Basis der politischen Entscheidungen sind die Fakten, die da unabhängig erhoben worden sind, und ich kann die jederzeit angucken, diskutieren und selber analysieren. Das ist halt irgendwie so wie das Fundament, auf dem Gesellschaft auch steht. Und wenn die Lebensmittel nicht sicher wären zum Beispiel, dann hätte man ja in der Grundbasis
ja, so richtig Misstrauen geschürt. Das ist in unterschiedlichen Altersgruppen anders, aber ich nehme mal das Beispiel Babynahrung und so. Da sind ja dann alle absolut sensibel. Ja? Also Dankeschön, Kompetenz, Charakter, Fakten. Dankeschön. Fakten nochmal mit Ausrufezeichen. Dankeschön. Das war eine spannende Runde, hätte auch länger sein können, aber so ist es. Und ich darf schon mal, während der Herr Kramer sich mit dem Zoo befasst, sagen, werte Gäste, wir haben ja jetzt gleich Pause. Es